Die Südstaaten scheinen zu siegen und Lincolns einzige Hoffnung ist die Sklavenbefreiung. September 1862. Exzellent wie immer, Mutter. Das Roastbeef war ausgezeichnet. Freut mich, dass es dir geschmeckt hat. Wenigstens hat einer meiner Söhne genug zu essen. Jetzt, wo die Konföderierten praktisch vor der Tür stehen, könnte es vielleicht das Letzte sein, das wir kriegen konnten. Mutter, es besteht kein Grund zur Besorgnis. Unsere Armee ist größer als ihre und sie werden die Rebellen in den Potomac treiben. Wie ich gehört habe, ist ihre Lumpenarmee ohnehin am Verhungern. Und das verdienen sie ja auch. Isabel, ich bitte dich. Vergiss nicht, dass dein Schwager mit einer Südstaaterin verheiratet ist und dass sie auch zu unserer Familie gehört. Natürlich, Mutter. Ich weiß sowieso nicht, warum wir vom Krieg sprechen. Ich wollte mit dir über unseren Ball reden. Ich dachte, es sollte nur ein Empfang sein, Isabel. Es wäre sehr geschmacklos, in einer solchen Zeit einen Ball zu veranstalten. Mutter, Hazard Iron geht es jetzt besser als je zuvor. Das Geld strömt nur so herein. Warum sollten wir unsere Freunde, Bekannten und Geschäftsfreunde nicht mit einem Ball erfreuen? Oh, eure neuen Bekannten und Geschäftsfreunde sind Leute, von denen wir so gut wie gar nichts wissen. Außer, dass sie alle sehr viel Geld zu verdienen scheinen. Die Industrie nimmt aufgrund des Krieges einen Riesenaufschwung. Das ist ganz natürlich, Mutter. Stanley und ich machen Geschäfte mit diesen Leuten. Und einige von ihnen haben großen Einfluss in New York und Washington. Und dort zählt ja nichts weiter als Geld. Also entweder wird es ein bescheidener Empfang oder es findet überhaupt nichts statt. Wie du willst. Ich kann ja trotzdem meine Smaragde tragen. Ich will ja nicht wieder davon anfangen, aber es war wirklich etwas übertrieben von Stanley, sie dir zu kaufen. Es war Stanleys Art, mir seinen Dank auszudrücken für die geschäftlichen Ratschläge, die ich ihm gegeben habe. Es ist mein Verdienst, dass Hazard Iron jetzt mehr Aufträge hat als je zuvor. Ist es nicht so, Liebling? Tja, wenn ihr mich jetzt entschuldigen wollt, ich muss noch ein paar Komiteeberichte lesen. Das Kriegsministerium beginnt, Firmen zu prüfen, die übermäßig hohe Gewinne machen. Wenn es zu einer Untersuchung kommen sollte... Bei Hazard Iron kommt es zu keiner Untersuchung. Wir brauchen uns keine Sorgen zu machen. Wie kannst du das nur sagen? Wir haben der Armee minderwertige Kanonen geliefert. Axel Iron hat diese Kanonen geliefert. Wenn die Verträge mit Axel je mit Hazard Iron in Verbindung gebracht werden, fällt es auf mich zurück, weil jeder weiß, dass ich die Firma leite. Früher musstest du für jede Entscheidung die Zustimmung von George haben. Die meisten Leute werden meinen, dass es immer noch so ist. Um ganz sicher zu gehen, habe ich eine Versicherung für uns abgeschlossen. Versicherung? Ich verstehe nicht. Alle Verträge tragen den Namen deines Bruders, von mir gefälscht, sodass es aussieht, als habe er sie unterzeichnet. Damit trägt er rechtlich die Verantwortung. Du sagst es. Also wenn die Regierung eine Untersuchung durchführen sollte, was sie nicht tun wird, wird sie George zur Rechenschaft ziehen, nicht uns? Hatte ich nicht recht, wie mit allem anderen auch? September 1862, Antietam Creek, Maryland. Die Yankees haben zu kämpfen gelernt. Sieht aus, als brauchten die Jungs unsere Hilfe, Ambrose. Vorwärts, Marsch! Nein, nicht zurück! Vorwärts, vorwärts! Greift an! Vorwärts, Marsch! Kompanie, vorwärts! Angriff! Vorwärts! Der Feind da! Alle Männer vorwärts! Hier lang! Bleib du hier, ich bring die Männer nach vorne. Ja, mach das! Ja,
Los! Los! Wir wollen nach vorne gehen! Los, los! Vorwärts! Abmachung! Los! Tom! Den Trommler vom Colonel hat's erwischt. Der braucht dich dort am Hügel. Yes, Sir. Kompanie! In Schützenreihe antreten! Fertig machen zum Feuern! Fertig machen zum Feuern! Laden! Laden! Fertig! Fertig! Feuer! 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 Kompanie, Achtung! Fertig zum Angriff! Hoffen wir, dass McLaren sich von Bobby Lee nicht so austricksen lässt wie von Pope. Er weiß schon, was er macht. Marsch! Bevor ich dich erschießen muss.
wollte nur Lebwohl sagen, Ambrose. Das war kein Tag für Helden, Kamerad. Fast 25.000 gefallen, verwundet oder vermisst bei Antietam Creek. Und davon über die Hälfte unserer. Das übertrifft meine schlimmsten Erwartungen, Mr. President. Dass wir uns in einem solchen Ausmaß abschlachten würden. Mein Gott. Die armen Familien der Gefallenen. McClellan nennt das ein Meisterstück. Aber Lee konnte sich absetzen. Er ist auf dem Rückzug nach Virginia. Und ich hatte mir geschworen, dass ich, sobald wir sie aus Maryland vertrieben hätten, den Sieg und die Proklamation verkünden würde. Die Befreiung der Sklaven im Süden. Das ist und bleibt mein Ziel. Aber George, ich brauche trotz allem einen General, den der Teufel geritten hat. Wir können so nicht weitermachen, uns gegenseitig abschlachten und noch mehr Witwen und Waisen schaffen. Ihrem Bericht entnehme ich, dass Ulysses Grant der Richtige sein könnte. Ja, Sir. Ich kenne ihn gut. Er war 2 Klassen über mir in West Point. Er hat Buckner bei Fort Donelson gesagt, dass er außer bedingungsloser Kapitulation nichts akzeptieren würde. Als ich das hörte, wusste ich, dass ich einen Mann gefunden hatte, mit dem ich reden kann. Wenn Sie sich für ihn entscheiden sollten, müssen Sie mit Schwierigkeiten rechnen. Sie meinen, weil er trinkt? Ich selbst glaube es nicht. Aber Gerüchten zufolge war er betrunken bei Shiloh. Und doch war es sein Tag. So ist es. George, ich werde ihn im Auge behalten. Grant ist vielleicht der Kommandeur, den wir schon lange brauchen. Er nutzt jede Schwäche der Konföderierten aus, dessen bin ich sicher. Er wird sie in die Knie zwingen. Die Einheit der Nation steht auf dem Spiel. Wenn es Gottes Wille ist, dass wir den Sieg davontragen, werden wir nicht nur einen Krieg gewinnen. Unser ganzes Volk wird die Freiheit gewinnen. General Ulysses Grants Hauptquartier im Westen von Tennessee. Und 2, 3, 4 und 2, 3, 4 abschließen. 2, 3 Gewehr ab. Und 2, 3, 4 und 2, 3. Colonel Hazard, Sir. Man hat mir gesagt, dass Sie aus Washington kommen, Colonel. Ich hab satt, mir von den Vorschriften machen zu lassen. Wenn ich glaube, jeder meiner Soldaten braucht 2 lange Unterhosen, die ihn warm halten, so geht das niemandem was an. Nur die Soldaten und mich. Ja, Sir, aber ich komme nicht im Auftrag des Heereszeugmeisters. Präsident Lincoln hat mich gebeten, privat mit Ihnen zu reden, Sir. Der Präsident schickt Sie, hä? Ja, Sir. Wie war Ihr Name? Hazard. George Hazard, Sir. Setzen Sie sich. Danke, Sir. Kenne ich Sie nicht, Colonel? Ja, Sir, wir waren zusammen in West Point. Ich war im 2. Jahr, als Sie Ihren Abschluss machten. Natürlich, jetzt erinnere ich mich. Sie hatten verdammt gute Zeugnisse auf der Akademie. Danke, Sir. Es sind einige gute Offiziere aus dem Jahrgang hervorgegangen. Schandbar, dass sich viele jetzt gegenseitig bekämpfen. Nicht alle von uns werden das Ende erleben. Deshalb bin ich hier, Sir. Der Präsident hält Sie für den Mann, der den Krieg schneller beenden kann, indem Sie ihn gewinnen. Er braucht einen Admiral, keinen General. Nur wenn wir den Mississippi kontrollieren, können wir diesen Krieg abkürzen. Wir müssen den Feind vom Westen abschneiden. Er will keinen Admiral, Sir. Er will einen General wie Robert E. Lee. Ich kann es ihm nicht verübeln. Lee ist der beste Soldat in diesem Krieg. Ich habe mich oft gefragt, ob er sich noch an mich erinnert seit Mexiko. Na, jetzt erinnert er sich bestimmt an Sie, Sir. Entschuldigen Sie, Colonel. Ich habe ganz vergessen, Ihnen hiervon anzubieten. Na los. Danke, Sir. Zweite Kompanie zum Appell raustreten! Apfelwein, Sir. Wissen Sie, ich trinke nicht annähernd so viel, wie manche Leute behaupten.
Vielleicht sollten Sie wissen, dass diese Gerüchte auch dem Präsidenten zu Ohren gekommen sind, Sir. Deshalb hätte er gerne gewusst, welche Whisky-Marke Sie bevorzugen, damit er sie auch den anderen Generälen empfehlen kann. Hat er das gesagt, ja? Ja, Sir. Sagen Sie dem Präsidenten, wenn er sich so fürsorglich um meinen Whisky kümmert, werde ich mich gern um General Lee kümmern. Ich verspreche ihm keinen Sieg, aber ich kämpfe gegen Lee. Ich bin sicher, es wird ihn freuen, das zu hören, Sir. Ja, General Grant, bei dieser Gelegenheit darf ich Ihnen sagen, dass ich mich schon seit längerer Zeit um ein Feldkommando bemühe. Es wäre mir eine Ehre, unter Ihnen dienen zu dürfen. Nun, es wird mir eine Ehre sein, Sie zu haben, Colonel. Danke, Sir. Dass vom heutigen Tag, dem ersten Tag des Januar im Jahre des Herrn 1863 an, alle Personen, die in irgendeinem Staat oder einem Teil eines Staates als Sklaven gehalten werden, deren Bewohner sich noch in Rebellion gegen die Vereinigten Staaten befinden, von jetzt an und für immer frei sein sollen. Und dass die vollziehende Gewalt der Regierung der Vereinigten Staaten, einschließlich der Heeres- und Seestreitkräfte, die Freiheit solcher Personen anerkennt und garantiert. Hiermit erlege ich allen nunmehr zu freien Menschen erklärten Personen die Pflicht auf, sich jeder Gewalt zu enthalten, es sei denn in notwendiger Selbstverteidigung. Und ich empfehle Ihnen, dass Sie auf freiwilliger Basis für einen vernünftigen Lohn getreulich Ihre gewohnte Arbeit verrichten. Für diesen Akt, von dem wir aufrichtig glauben, dass er ein Akt der Gerechtigkeit ist, garantiert durch die Bestimmungen der Verfassung und erforderlich durch die militärische Notwendigkeit, erflehe ich das wohlerwogene Urteil der Menschheit und das gnädige Wohlgefallen Gottes des Allmächtigen. Aber in diesen schwierigen Zeiten könnten Sie Ihren alten Aufseher vielleicht wieder gebrauchen. Gratuliere, Mrs. Maine. Wie ich gehört habe, haben Sie den General geheiratet. Was haben die getan? Oh Gott. Es ist Jim. Sie haben ihn umgebracht. Na ja, ich habe ihn gejagt. Aber er griff nach meinem Gewehr, als ich ihn zurückbringen wollte. Also musste ich ihn erschießen. Wie konnten Sie? Er war doch noch ein Junge. Eine Kugel ist unberechenbar, Madam. Dass es passiert ist, wird schon seinen Sinn haben. Sie sind hier nicht willkommen. Mein Sohn Ori wollte nichts mit Ihnen zu tun haben. Und wir auch nicht. Sie werden sich schon noch überlegen, wenn Ihnen erst klar wird, wie sehr Sie mich brauchen. Ein paar Sklaven sind schon weggelaufen, als die Proklamation dieses Teufels Lincoln bekannt wurde. Er wird schon sehen, was wir mit diesen Ausreißern hier im Süden machen. Ich will nur einen kleinen Anteil an dieser Plantage und Sie werden keinen Ärger mit Ausreißern haben, das verspreche ich Ihnen. Ich kann mehr aus diesen Sklaven herausholen. Offenbar haben Sie meine Mutter nicht verstanden. Verschwinden Sie von unserem Land. Oh mein Gott. Jim! Du Mörder! Nein! Mörder! Zemira! Mörder! Nein! Nein! Ich lasse nicht zu, dass du dich umbringst! Machen Sie, dass Sie wegkommen, bevor ich meine Waffe hole. Sie verteidigen diese aufsässige Hure? Du Mörder! Lass sie mir! Höchstens ein Jahr noch und ihr Mains werdet nicht mehr so hochmütig sein. Hier wird sich eine Menge ändern. Verlasst euch drauf! Jim war für Semiramis sowas wie ein kleiner Bruder. Sie hat sich rührend um ihn gekümmert. Die anderen Sklavenbesitzer lachen doch nur über Lincolns Proklamation. Sie argumentieren, er hätte im Süden nichts zu sagen. Aber wenn ein anderer Neger seine Freiheit will, können wir ihn nicht aufhalten.
Wir müssen diese Plantage aber in Betrieb halten. Sie ist alles, was wir haben. Ich will nicht, dass so etwas Furchtbares hier je wieder passiert. Wenn Sie von uns fort wollen, können wir Sie nun mal nicht beschützen. Wir können Ihnen nur die Papiere geben und Sie ziehen lassen. Der arme Junge. Ich kann einfach nicht glauben, was da passiert ist. I think Madeline and I should pay our respects to Jim's family. Miss Bird, Miss Madeline, y'all come in, please. We wanted to pay our respects to James' family. We are deeply sorry, Liza. We know what a comfort and joy he was to you. Is there anything we can do? Pray for him. We will. And we thought you ought to know that we want you to stay with us because we need you. But if anyone wants to leave us, please come to us, tell us. And we can give you papers that might stop another Salem Jones from doing what he did to our James. That's all we wanted to say. I'd got long to stay. Denkst du auch, was ich denke? Wenn die schwarzen Gospelsänger da drin auch so voller Zorn wären wie ich, könnten wir darüber gehen und das große Haus zu unser machen. Aber die machen weiter mit. Ja, Massa. Nein, Massa.
bis sie auf dem Tisch aufgebahrt sind wie dieser verdammte Idiot da drin. Er war kein Idiot. Er hatte einen Traum. Er war ein Idiot. Ein Idiot lernt ein paar Worte aus der Bibel und glaubt dann, er könnte bewaffnet mit der Macht des Herrn in die Freiheit ziehen. Das ist die einzige Macht, die der weiße Mann versteht. Kalter Stahl. Du kommst mit mir mit. Ein kleiner Mitternachtsspaziergang. Zu unseren Leuten auf der Unionsseite bei Hilton Head. Ich gehe nicht mit dir. Begreifst du denn nicht, was ich sage, Mädchen? Ich biete dir die Freiheit, wenn du mit mir gehst. Kaffee, ich gehe nicht! Manche Leute begreifen wirklich nichts. Mach, dass du wegkommst, oder ich mach dir Beine. Geh nicht, Ezra. Du tust, was ich sage, Junge. Nein! Ist noch nicht genug getötet worden? Kaffee, ich würde selbst dann nicht mit dir gehen, wenn hinterm nächsten Hügel der Himmel auf mich wartet. Dann bleib hier. Warte weiter auf deinen weißen Gockel Charles, der dafür kämpft, dich und mich in Sklaverei zu halten. Vielleicht lässt er dich in seinem Bett schlafen. Hier gibt's nichts mehr für mich. Außer der Bezahlung für die Qualen. Den Schweiß und das Blut, aber die hole ich mir noch. Ich bin froh, dass du gekommen bist, Ezra. Ich habe gesehen, wie er dir gefolgt ist. Ich weiß nicht, ob ich heute Nacht in dieses Haus zurückgehen kann. Vielleicht sollte ich doch verschwinden. Daran habe ich auch schon gedacht. Die Sache ist nur die, ich möchte ein neues Leben mit jemand teilen. Ezra. Du warst der Freiheit so nah, als du nach Washington gegangen bist. Warum bist du zurückgekommen? Ich konnte Miss Brett doch nicht allein fahren lassen. Oder stimmt das, was Kaffee sagt? War es vielleicht wegen Mr. Charles? Ich bin zurückgekommen, weil ich zurückkommen wollte. Das ist alles. Und ich bleibe auch. Fürs Erste. Ich glaube dir nicht. Mr. Charles. Ich hätte nicht gedacht, dass du überhaupt noch mal an einen Weißen denken kannst seit der Sache mit Salem Jones. Sprich diesen Namen mir gegenüber nie wieder aus. Und jetzt lass mich bitte allein. Es tut mir leid, Sammy. Ich wollte dir nicht wehtun, wirklich nicht.
Shenandoah Valley, Virginia. General Lee muss eine Menge hungriger Soldaten füttern. Die Farmer von Shenandoah tragen hervorragend dazu bei. Ich verstehe jetzt, warum man diese Gegend den Brotkorb der Konföderierten nennt. Major Dupré, ich finde es wirklich großartig, wie Sie den Nachschubverkehr in Gang halten. Wir haben alles Ihrer Planung zu verdanken, General. Ich brauchte Sie nur durchzuführen. Ich schwinge mich besser in den Sattel, wenn ich bis morgen früh in Tennessee sein will. Nochmals danke. Danke für Ihre gute Leistung. Alles Gute, Sir. Wir alle wissen zu schätzen, Sir, was Sie für die ganze Armee tun. Ich wünsche eine gute Reise. Gentlemen? Kümmern Sie sich um die Verwundeten! Ich nehme an, das waren Hookers Männer. Ja, Sir. Man muss diese Überfalltaktik wirklich bewundern. Bin froh, dass Sie zurückgekommen sind, General. In etwa einer Stunde wird es dunkel. Ich schlage vor, Sir, Sie bleiben über Nacht bei uns. Danke, Major. Wir nehmen Ihren Vorschlag an. Sind Sie verheiratet, General? Ja, das heißt, seit kurzem erst. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Wo ist Ihre Frau? South Carolina, bei meiner Familie. Tja, meine Brenda, die ist in Tennessee. Sie lebt in einer kleinen Stadt, nicht allzu weit von Shelbyville. Ich habe sie seit fast 2 Jahren nicht gesehen. Ich habe eine kleine Tochter. Ich weiß noch nicht mal, wie sie aussieht. Manchmal frage ich mich, ob ich das je wissen werde. Das werden Sie, Josh. Ich bin ganz sicher. Das hängt wohl von General Lee ab, meinen Sie nicht auch? Glauben Sie, dass er wirklich in Pennsylvania einmarschieren wird? Er möchte nach Osten vordringen und versuchen, Washington abzuschneiden. Wir brauchen einen größeren Sieg im Norden, und das weiß Lee. Das Dumme ist nur, dass Hookers Armee ihm schon in Maryland zu schaffen gemacht hat. Und jetzt ist Hooker ersetzt worden durch Meade. Und der ist ein viel besserer Soldat. Sieht aus, als hätte Lee noch alle Hände voll zu tun. Das haben wir alle, Major. Sir, Sie sagten, Sie würden durch Tennessee reisen. Würden Sie meiner Brenda ein paar Briefe überbringen? Ich habe 5 geschrieben. Sie wissen, wie schwer es ist, Post durchzukriegen, Sir. Sicher. Mit Vergnügen. Danke, General. Schlafen Sie gut, Sir. Danke gleichfalls. Gute Nacht. Gute Nacht.
Caleb! Was ist? Wo geht ihr hin? Miss Brett sagt, wir können gehen, wohin wir wollen. Wir gehen fort, Mr. Ori. Aber hier ist euer Zuhause. Nein, Sir. Es war eigentlich nie unser Zuhause. Es fällt mir schwer, Miss Clarissa und Madam, Sie zu verlassen, wissen Sie? Aber wenigstens haben Sie jetzt nicht so viele Mäuler zu stopfen. Was werdet ihr in Charleston machen? Da gibt's sicher eine ganze Menge Arbeit, Madam. Jetzt, wo alle Männer bei den Soldaten sind, da werden wir schon was finden. Nun, bis dahin werdet ihr das brauchen, um Essen zu kaufen für die Kinder. Oh nein, Miss Clarissa, Madam. Sie alle haben doch selbst kaum genug. Wir kommen schon zurecht. Danke, Madam. Gott sei mit euch, Josef. Ich werde Mont Royal nie vergessen. Leben Sie wohl, Madam. Gib auf dich Acht, Junge. Ihr werdet mir fehlen. Wiedersehen, Sir. Josef. Ori! Madeline. Oh, liebe Mutter. Ori. Ich weiß, wie dir zumute ist, Ori. Aber warum? Wir können sie nicht gegen ihren Willen festhalten. Wir müssen damit fertig werden. Ich kann's nicht glauben, sogar Josef. Es ist ziemlich kühl heute Nacht. Vor ein paar Tagen habe ich ein paar Briefe abgegeben bei der Familie eines Majors. Er hatte seit einem Jahr nichts von ihr gehört. Dieser Krieg ist ganz anders, als ich erwartet hatte. Zu viele Opfer. Er verändert uns alle. Ich kann verstehen, wie schwer das alles für dich sein muss. Ich bin blind gewesen, Madeline. Wie konnte ich erwarten, dass alles so bleibt, wie es war? Ihr habt es alle viel schwerer gehabt, als ich es mir vorgestellt hatte. Du und Brad draußen auf den Feldern. Und Mama. Bei aller Südstaaten-Noblesse, deine Mutter, sie ist eine sehr starke Frau. Ihre Welt ist fast über Nacht zusammengebrochen. Dieser Blick in ihren Augen. Ori, sie hat das Recht auf ein wenig Traurigkeit. Ich wünschte, alles wäre vorbei. In dieser furchtbaren Zeit bist du empfindsam und zugleich stark geblieben. Unsere Familie wird überleben, schon durch die Kraft, die der eine dem anderen gibt. Denk immer daran. Denk immer daran.
Das ist meine liebste Erinnerung an dich, Mom. Dein Lächeln. Oh, Ori, ich habe gerade an dich gedacht, mein Junge. Was für ein Schlingel du in deiner frühesten Jugend warst. Dauernd draußen im Sumpf, mit Josef auf der Schlangenjagd. Bis dein Vater dir klargemacht hatte, dass sein Sohn, der einmal die feinste Plantage hier in der Gegend erben würde, sich wie ein Gentleman zu benehmen hätte. Mont Royal, wie ich es in Erinnerung behalte. Wunderschön. So hast du mich immer schlafen gelegt. Du warst immer da mit deinem Lächeln, das sagte. Ori Maine, du wirst stets meine Freude sein. Und wenn ich mich irre und auch nur ein Taugenichts aus dir wird, werde ich dich dennoch immer lieben. Mama, du bist die Beste von allen. Top 1. Juli 1863, Gettysburg, Pennsylvania. Also bezieht Stellung hinter den Felsen. Company, Achtung! Rührt euch, Männer. Ist noch Kaffee da, Lieutenant? Ja, Sir, noch welcher da. Mein Gott, was machst du denn hier? Mann, bin ich froh, dich zu sehen. Und ich erst, kleiner Bruder. Komm, gehen wir darüber. Wie kommt ihr Jungen denn hier so zurecht? Es geht so. Die Rebellen haben uns heute ganz schön zugesetzt. Unsere Scharfschützen werden schon damit fertig. Wie geht's der Familie? Oh, der geht's gut. Unser Töchterchen Hope hat gerade Geburtstag. Ich habe von deiner Beförderung in den Generalstab des dritten Korps gehört. Ja. Der Präsident hat sich endlich für mich eingesetzt. Jetzt kann sich zur Abwechslung mal jemand anderer mit den Lobbyisten und Kriegsgewinnlern rumschlagen. Wenn du erst mal eine Weile hier bist, wirst du finden, dass Washington gar nicht so übel war. Es war so quälend, mit anzusehen, wie unsere Jungs schon so lange auf der Landkarte rumgeschoben werden. Ich hoffe nur, dass ich Sam Grant hier draußen an der Front eine bessere Hilfe sein kann. Zu Hause vermissen dich alle sehr. Hast du von Brett gehört? Billy, es ist schon schwer genug, Post vom Norden durchzukriegen. Geschweige denn vom Süden. Jedes Mal, wenn Constance und ich getrennt... George, ich habe Brett seit 2 Jahren nicht gesehen. Keiner hat geglaubt, dass der Krieg so lange dauern würde, Billy. Wir müssen Geduld haben. Halte durch und verliere nicht den Mut. Angriff!
Ich bin bereit, vor Gottes Angesicht zu treten. Die Stunde meines Abschieds naht. Ich bin meinen Weg gegangen, ich habe meinen Glauben behalten. Deshalb vertraue ich der Güte und Gnade des Allmächtigen. Feuer frei! Geschütz ein, Feuer! Je wiedersehen, Billy? Ich komme zurück. Lee ist geschlagen. General Meade muss ihn nur noch daran hindern, den Podomac zu überqueren. Ich werde einen Weg finden, diesen verdammten Krieg zu verlängern. Er wird seine Wunden lecken und in ein paar Monaten wieder über uns herfallen. Den Gedanken nicht ertragen, Brad vielleicht nie wiederzusehen. Bevor mir irgendwas zustößt, muss ich die Gewissheit haben, dass es ihr gut geht. Du denkst doch nicht daran. Ich denke nicht nur, ich habe mich entschieden. Billy! Das ist Desertation! Unerlaubte Entfernung von der Truppe. Vor der nächsten Schlacht bin ich zurück. Vergiss nicht, das Tom zu sagen. Viel Glück. Mein Gott. Lee ist uns wieder entwischt. General Meade meinte, seine Truppe wäre erschöpft, Sir. Und er hatte schon am nächsten Tag echte Verstärkung. Lee hat keine. Der strömende Regen hat es dem General sehr schwer gemacht. Und unmöglich für Lee. Er stand mit dem Rücken zum Potomac. In der Falle. Er war nicht mehr in der Lage, seine Armee nach Virginia zurückzuführen. Schon wieder hatten wir ihn zum Greifen nah. Wir brauchten nur unsere Hände auszustrecken und hätten ihn gehabt. Aber nichts. Nichts, das ich hätte sagen oder tun können, um General Meade dazu zu bewegen, zu marschieren. Gott möge mir verzeihen, aber heute möchte ich von unserer Armee am Potomac nichts mehr hören. Der Sieg bei Gettysburg kommt mir jetzt so sinnlos vor. Der Allmächtige weiß, ich habe diesen Konflikt nie gewollt. Aber ich habe nun mal ins Horn gestoßen. Und ich kann nicht zum Rückzug blasen. Wir müssen diese Feuerprobe durchstehen. Wir müssen weitermachen.
Beweg dich nicht! Bleib, wo du bist, Mann. Ich möchte dir nicht das Gehirn rauspusten. Und jetzt wirf deine Waffe hier rüber. Los, Mann! Oder du bist ein toter Mann! Ziemlich weit im Süden für einen Yankee, was? Vielleicht hast du auch die Schnauze voll von der Armee, hä? Genau wie ich. Ist wirklich ein Geschenk des Himmels, weißt du, dass ich dir hier begegne. Hab nämlich dem Herrgott gesagt, dass ich ein Pferd brauchen könnte. Und ein paar Stiefel. Und siehe da, er hat sie mir geschenkt. So. So. Jetzt sei ein braver Junge. Und zieh die Stiefel aus. Ganz ruhig und langsam. Dann brauche ich dich vielleicht nicht umzulegen. Na, mach schon. Noch fast neu, hä? Das sollst du doch nicht. Warum machst du nicht mit deiner Stickerei weiter? Mutter, ist was? Wenn ihr schon auf dem Feld arbeitet, kann ich mich wenigstens im Haus nützlich machen. Und in ihrem Zustand wird Madeleine diesen Kittel bald gebrauchen können. Ich weiß, aber ich finde, du solltest dir nicht zu viel zumuten. Ich bin keine alte Frau. Ich kann meinen Beitrag leisten. Mutter, niemand hat gesagt, dass du... Ihr braucht nichts zu sagen. Ich merke es an der Art, wie ihr mich alle anseht. Mutter, wenn es wegen neulich ist... Es ist immer dasselbe. Ihr behandelt mich wie ein Porzellanpüppchen, um mich mit dem Krieg zu verschonen. Unsere Gegend hat schreckliche Verluste in Gettysburg erlitten. Einige von ihnen waren Verwandte und Freunde und ihr habt mir nichts davon gesagt. Wir hätten es ja getan, aber wir wollten dich nicht aufregen. Ich habe ein Recht, es zu erfahren. Wenn Ori, Charles oder Billy etwas zustößt, will ich es wissen. Und ich möchte, dass ihr mit euren Problemen zu mir kommt, so wie früher. Nur weil ich immer viel sticke, heißt das noch lange nicht, dass mir nur die Vergangenheit etwas bedeutet. Mutter, die Zeit bleibt nicht stehen. Oh, es waren wundervolle Jahre, mein Kind, als ihr aufgewachsen seid. Ich wünschte von ganzem Herzen, es könnte wieder so sein. Aber jetzt weiß ich, dass diese Zeiten vorbei sind. Für immer. Sie können uns unsere Lebensmittel stehlen. Die Armee kann unsere Scheunen ausräumen. Unsere Leute mögen uns alle verlassen. Und ihr Mädchen könnt gehen, um euer eigenes Leben zu leben.
Aber niemand. Niemand kann mir meine Erinnerungen nehmen. Das wird kaum zum Mittagessen reichen. Und dafür habe ich nun den ganzen Vormittag geschuftet. Du kannst keinen Regen zaubern. Wenn wir unten am Fluss noch einmal pflanzen könnten. Normalerweise würde es sich bestimmt lohnen, aber bei der anhaltenden Wenn wir nah genug ans Wasser rangehen, finden wir vielleicht eine Möglichkeit, die Setzlinge zu bewässern, damit sie kräftig genug werden, um die Sonne auszuhalten. Das ist eine gute Idee, wir sollten es versuchen. Aber jetzt müssen wir aufs Feld. Nein, du hast für heute genug getan. Miss Madeline sollte da wirklich nicht mehr rausgehen. Es geht mir gut, das Baby kommt erst in 4 Monaten. Arbeit macht mir nichts aus. Semiramis hat recht. Zu meiner Zeit hat eine Lady meistens geruht und sie wurde von vorn bis hinten bedient. Mutter, ich kann doch... Ja, ich weiß. Meine Zeit ist vorbei. Aber das wird mich nicht davon abhalten, mich über die neue Generation zu freuen, die auf Mont Royal geboren wird. Ich hätte nicht gedacht, dass sich heutzutage noch jemand eine solche Kutsche leisten kann. Hallo, Mutter! Esch! Ich hab dich ja so vermisst. Ich musste einfach herkommen und dich aufmuntern. Hallo, Brad. Ich hab gehört, dass du hier bist. Ashton? Madeline, Liebes. Hallo, Ashton. Mutter, ich habe euch allen Geschenke mitgebracht. Richtigen Kaffee und den größten Schinken, den du je gesehen hast. Und Brad, dir habe ich Stoff für ein neues Kleid mitgebracht. Sieht aus, als ob du es brauchen könntest. Also, ich finde, es sieht ja alles ziemlich heruntergekommen aus. Wir sind vor Sonnenuntergang vom Feld zurück, Mutter. Vom Feld? Wovon sprichst du? Wir haben dieses Jahr 2 Hektar Baumwolle angepflanzt. Jemand muss Unkraut jäten. Natürlich muss das jemand tun. Dafür haben wir Sklaven. Nein, haben wir nicht. Du hast wohl nichts von Lincolns Proklamation gehört. Wir tun jetzt die Arbeit. Mutter, ich möchte dir mein neues Kleid zeigen. Was sagt ihr, dass Lincoln Neger in seiner Armee hat? James sagt, es wäre eine Schande, von so einem verwundet zu werden. Wie kann James das beurteilen? Er kämpft doch gar nicht. Semiramis, möchtest du noch eine Scheibe von meinem köstlichen Schinken? Nein, danke, Ma'am. Gibt es nichts Erfreulicheres zu berichten aus Richmond? Leider nicht, Mutter. Alles spricht nur von Revanche für Gettysburg und die Wiedereinnahme von Vicksburg. Sie sagen, sie töten 10 Yankees für einen von uns. Mutter, wenn alle fertig sind, würde ich gern den Tisch abräumen. Danke, Brad, mein Kind. Ich bin ein wenig müde, ich werde einen Moment ruhen. Wir sehen uns dann zum Kaffee im Salon. Ich helfe dir mit den Gläsern, Semiramis. Ich kann das schon allein, Miss Ashton. Oh, du arbeitest viel zu hart. Ich tue, was getan werden muss. Ich weiß, wir beide hatten unsere Schwierigkeiten, aber eines haben wir gemeinsam. Uns bedeutet diese Familie sehr viel. Wie meinen Sie das? Du magst doch auch Miss Madeline. Sie ist eine nette Frau. Du kannst ihr helfen. Vielleicht kannst du mir ein paar Fragen beantworten. Wer ist da? Madeline. Ashton, ich muss mit dir reden. Madeline, ich konnte nicht schlafen, weil ich auch mit dir reden muss. Was hast du denn nur mit Semiramis getan?
Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ich war doch entzückend zu der kleinen Negerin. Sie war ganz außer Fassung wegen deiner penetranten Ausfragerei. Ich wollte doch nur wissen, worüber sich die Sklaven in ihren Unterkünften unterhalten haben, bevor sie abgezogen sind. Und wie ich merke, sind die Flüsterparolen und das Geschwätz von der Gleichstellung mit den Weißen schon bis zu ihnen vorgedrungen. Was willst du damit sagen, Ashton? Es hat mich wie ein Blitz getroffen, als ich das in Richmond hörte. Da wollte ich natürlich rauskriegen, ob die Geschichte schon bis Charleston durchgedrungen ist. Was für eine Geschichte? Ich habe eine sehr betrübliche Tatsache gehört, Madeleine. Deine Mutter hatte Negerblut. Ich weiß, du hast es wahrscheinlich Ori gestanden und er hat zweifellos gesagt, dass was unsere Familie... Was zwischen Ori und mir ist, geht dich überhaupt nichts an, Ashton! Nun, ich bin sicher, dass er nicht die ganze Wahrheit kennt. Vielleicht kennst du nicht einmal die ganze Wahrheit. Deine Mutter hat sich Männern hingegeben für Geld. Du lügst. Es existiert doch tatsächlich ein Porträt von ihr, auf dem sie genauso aussieht wie du. Daran gibt es nichts zu deuteln. Es hing in einem Haus von zweifelhaftem Ruf in New Orleans, wo deine Mutter sich... naja, das sagte ich ja schon. Aber das war bevor der... Ich will nichts mehr davon hören. Schweig! Ich kann es dir nicht verdenken, Madeleine. Eine solche Wahrheit würde mich auch treffen. Sei endlich ruhig, Ashton. Was mir Sorgen macht, ist Mutter. Ich fürchte um ihre Gesundheit, wenn sie das erfährt. Ashton! Ich liebe deine Mutter. Ich liebe diese Familie. Wenn ich nur einen Moment... Es ist Zeit, Madeleine. Früher oder später kommt es an den Tag. Ich weiß, dass du und Ori ein Baby haben wollt. Aber du hast natürlich nicht daran gedacht, wie es sich auf unsere Familie auswirken würde, wenn sich herausstellt, dass dieses Baby... Na, sagen wir mal, anders wäre. Wenn du aber nicht mehr Ori Maines Frau wärst, würdest du die Zukunft deines Kindes nicht belasten und unsere Familie nicht entehren, nicht wahr? Du musst mich doch wirklich sehr hassen. Warum, Ashton? Ja, ich hasse dich wirklich sehr, Madeleine. Elkanah Band hatte recht. Hass ist wie Wein. Er wird mit jedem Jahr besser. Geliebte, nichts war schöner für mich, als dich zu lieben. Das Schwerste ist, leb wohl zu sagen. Wir können nicht länger zusammen sein. Bitte verzeih mir, mein liebster Ori. Ich liebe dich, Madeleine. Sie haben mich benutzt. Oh, ich habe nicht die geringste Vorstellung, wovon du sprichst, Kind. Ihretwegen ist Miss Madeleine weggegangen. Wenn ich du wäre, würde ich eine so schwerwiegende Beschuldigung nicht wiederholen, wenn du nicht willst, dass du furchtbaren Ärger bekommst. Oh, Madeleine hat das für Ori hier gelassen. Würdest du es ihm bitte übergeben? Sie haben ihn geöffnet? Ich dachte, vielleicht ist ein Hinweis drin, wohin sie gegangen ist. Schließlich mache ich mir Sorgen um sie. Sie machen sich um niemanden Sorgen, außer um sich selbst. Seit ich ein kleines Mädchen war, habe ich beobachtet, wie sie Menschen behandeln. Als wären sie keine Menschen, nur Besitztum zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse. Mr. Lincoln kann so viele Proklamationen unterzeichnen, wie er will, aber was mich angeht, bist und bleibst du eine Sklavin. Also würde ich an deiner Stelle sehr vorsichtig sein. Schwarz oder weiß, ich verachte Menschen wie Sie. Besonders, wie Sie Ihre Familie behandeln. Eines Tages werden Sie allein sein. Und dann wissen Sie, was das heißt und Ihr Leben bedauern. Verschwinde.
Na, was sagst du? Es läuft, Ezra! Es funktioniert, Semi! Du hast es geschafft, Ezra! Du hast es geschafft! Wie hast du das bloß gemacht? Das Rad schaufelt das Wasser hoch, kippt es in diese Rinne, dann strömt das Wasser darunter. Ja, ich sehe schon, das ist fantastisch. Und jetzt brauchen wir nur noch das Feld zu pflügen und die Setzlinge zu pflanzen. Und die werden sich ganz schnell entwickeln. Wir werden die Sonne besiegen mit deiner Hilfe. Aus dir wird ein guter Farmer. Ich bin richtig stolz auf dich. Die Sonne wird gleich untergehen. Ich lauf schnell rüber und erzähl denen von deinem Wasserrad. Semi! Ich wollte nur noch sagen, ich weiß, wie sehr Salem Jones dir wehgetan hat. Ich habe dir gesagt, du sollst diesen Namen nie wieder erwähnen. Du hast den Teufel in deiner Seele und das tut richtig weh, Semi. Du musst ihn rauslassen. Lauf nicht weg. Bleib stehen, Semi. Rede mit mir. Manchmal wache ich auf nachts und ich glaube, er ist da. Was er mir angetan hat, das kann ich nicht. Ist schon gut. Ezra, seitdem fürchte ich, dass ich nie jemanden wirklich lieben kann. Semi. Weißt du, du bist der netteste Mann, den ich kenne. Aber ich glaube nicht, dass ich je wieder richtig lieben kann. Ich bin so unglücklich. Semi! Ezra! Da drüben hinter dem Baum. Es ist Mr. Billy. Mr. Billy! Ezra! Schön, Sie zu sehen. Seit wann sind Sie übergelaufen? Ich benutze die Uniform, um am Leben zu bleiben. Mr. Billy! Ist lange her, Semira, Miss. Oh, Miss Brett wird so glücklich sein, Sie zu sehen. Aber Sie müssen vorsichtig sein. Miss Ashton ist im Haus und unten an der Straße ist ein Konföderiertenlager. Sie ist eng befreundet mit dem Colonel. Ich werde die Familie nicht gefährden. Aber ich lasse mich von Miss Ashton nicht daran hindern, meine Frau zu sehen. Nicht nach diesem Ritt durch die Hölle. Kommen Sie, wir verstecken Sie. Das ergibt keinen Sinn. Irgendwas muss geschehen sein. Aber warum ist Madeleine nicht zu uns gekommen? Was auch immer es war, sie weiß, wie besorgt wir um sie sind. Wenn sie sich um dich und deine Gefühle sorgen würde, wäre sie sicher nicht gegangen. Ashton, sie waren so glücklich miteinander. So viele haben ihre Lieben verloren. Preston Wayne, Tillets bester Freund, beide sind von uns gegangen. Und Prestons Sohn ist gerade gefallen. Wo war das, Brett? Vicksburg, Mama. Über all diesen schrecklichen Schlachten habe ich's vergessen. Du hast es doch nicht nötig, Mutter, dein Leben weiter in dieser unerfreulichen Umgebung zuzubringen, wo du dauernd erinnert wirst an vergangene Dinge. James und ich würden uns freuen, wenn du bei uns leben würdest. Ashton, das ist lieb von euch, aber... Du gehörst dahin, wo man sich richtig um dich kümmern kann. Wir haben ein schönes Stadthaus. Du hättest es viel bequemer dort, bis nach dem Krieg. Aber das kann ich einfach nicht. Sag du es ihr, Brett. Meinst du nicht auch, dass es besser für sie wäre? Ashton hat recht, Mama. Du verdienst was Besseres als dieses Leben hier. Wir können deine Sachen packen und Ende der Woche sind wir auf dem Weg. Ich bin noch nicht so alt, dass mir meine Töchter vorschreiben können, wo ich leben soll. Oh, Mutter, bitte. Ich weiß, dass ihr es gut meint. Aber mein Zuhause ist hier. Hierher hat mich euer Vater als junge Braut gebracht. Ihr Kinder seid hier geboren, dort oben im Zimmer. Es sind nicht nur die Erinnerungen. Ich könnte nie hier weggehen. Dieses Haus ist mein Leben. Entschuldigung, Ma'am, wenn ich störe.
Aber ich dachte, Sie sollten es sofort wissen. Was gibt's denn, Semiramis? Esras Wasserrad. Es läuft. Aha, das ist wundervoll. Unglaublich. Miss Brett, wir können gleich morgen das neue Feld bestellen. In Ordnung. Sie müssten mir nur zeigen, welches das neue Saatgut ist. Oh, es dauert nur einen Moment. Saatgut? Siehst du, Mutter, überleg es dir nochmal. Friedlich hier. Schwer zu glauben, dass der Krieg so nah ist. Als ich noch ganz jung war, bin ich oft hier rausgekommen und habe mich hier auf den Steg gesetzt. Es ist so wunderschön. Aber so sehr ich Mont-Royal auch liebe, etwas vermisse ich doch. Billy, geh nicht wieder zurück. Tom wäre von mir sehr enttäuscht, wenn ich nicht zurückkomme. Er ist unser Trommler. Und noch ein Kind. Und doch schon sehr tapfer. Er könnte ein Beispiel sein für manchen von uns. Du wirst eines Tages bestimmt mal ein wunderbarer Vater. Billy. Das hat einfach nichts mehr zu tun mit Glanz und Gloria. Stell dir vor, mitten in der Schlacht stand mir auf einmal wie ein Gespenst Charles gegenüber. Es war wie ein Albtraum. Wir bedrohten uns sogar gegenseitig. Hätte ich ihn töten sollen? Was ist ein Feind? Eine Frage, die ich nicht mehr beantworten kann. Ich liebe dich, Billy. Ich will nicht zurückgehen, Brett. Aber ich muss es. Bei Gettysburg werden beide Armeen wieder aufgefrischt. Vor der nächsten Schlacht muss ich zurück sein. Bevor ich dir eine anständige Wegzehrung eingepackt habe, wirst du nicht gehen, Billy Hazard. Nanu, Lieutenant Hazard. Verletzt Lieutenant Hazard seine militärische Pflicht, um einer anderen Pflicht zu folgen?
Naja, du wirst ja ohnehin bald tot sein. Wenn ich nicht irre, ist das der übliche Weg, sich solcher Leute zu entledigen. Ashton. Vielleicht werden dich beide Seiten exekutieren. Wäre das nicht amüsant? Meinst du nicht, dass es an der Zeit wäre, Frieden zu schließen? Nicht weit von hier ist ein Konföderiertenstützpunkt. Und ich bin sicher, dass es Colonel Randolph und seiner Landwehr Freude bereiten würde, einen Gefangenen zu machen. Ashton! Runter von dem Pferd! Geh mir aus dem Weg, Brett! Runter von dem Gaul! Darüber! Geh jetzt, schnell! Hier! Ich liebe dich, Brett Hazard. Vergiss das nie. Nimm das Ding aus meinem Gesicht. Du bist eine erbärmliche, neidische Person, Ashton. Ich weiß auch, dass du Billy umbringen lassen wolltest, weil du ihn nicht bekommen konntest. Oh, Brad, mach dich nicht lächeln. Ich werde dich daran hindern, dass du meinem Mann irgendetwas antust. Du bleibst hier, bis du Billy nicht mehr in Gefahr bringen kannst. Ich hoffe, du hast eine angenehme Reise, Ashton. Vielleicht kannst du am Stützpunkt der Konföderierten Halt machen und den Colonel bezirzen, dir eine Eskorte nach Norden zu geben. Vielleicht sollte ich den Colonel bezirzen, dir eine Eskorte zur Hölle zu geben. Union-Feldlazarett im Norden Virginias. Diese Männer waren die ganze Nacht über im Wagen. Doktor, sie sollten schnellstens behandelt werden. Nein, 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 bringt sie nicht ins Operationszelt. Die Amputierten haben Vorrang. Diese Männer rüber in das andere Zelt. Da ist zu viel Essig drin. Das Mischverhältnis ist wichtig, wenn es Wirkung haben soll. Das nächste Mal machen Sie es so, wie ich es Ihnen gesagt habe. Sie sofort zurück! Mrs. Grady! Ich will, dass dieser Mann entlassen wird! Es ist nicht das erste Mal, dass er Ärger macht. Vielleicht liegt es auch an Ihrer Art. Wir müssen uns leider auch mit weniger qualifizierten Leuten zufrieden geben. Aber ich werde ihn verwarnen. Er würde dem Patienten Spülwasser zu trinken geben, wenn es nach ihm ginge. Ich will, dass Sie ihn rausschmeißen. Muss ich Sie daran erinnern, dass ich hier verantwortlich bin und solche Entscheidungen von mir zu treffen sind? Ich will doch nur die bestmögliche Behandlung für unsere Verwundeten. Einschließlich der Südstaaten-Soldaten? Was wollen Sie damit sagen? Ich weiß Ihre Hingabe zu schätzen, Mrs. Grady. Aber manchmal kommt sie mir sehr einseitig vor. Mrs. Neal, was... Aber ich bin nicht gekommen, um darüber mit Ihnen zu sprechen. Sehen Sie, Dr. Crawford, er meint, Sie bringen ihm nicht den nötigen Respekt entgegen, wenn Sie mit ihm reden. Ich werde ihm den nötigen Respekt erweisen, wenn er ihn seinen Patienten erweist.
Er behandelt sie wie Schlachtvieh. Und er trinkt den Whisky, der zur Linderung der Schmerzen vorgesehen ist, wenn wir kein Morphium mehr haben. Wir haben beträchtlichen Mangel an Chirurgen. Und unter diesen Bedingungen... Dieser Chirurg tötet mehr, als er rettet. Ich möchte über Ihre Beschwerde auf keinen Fall Miss Dix berichten. Sie nehmen das alles viel zu genau, Mrs. Grady. Für Sie zählen die Patienten zuerst und das ist bewundernswert. Aber Sie müssen auf Ihr Benehmen achten. Ich sag Ihnen das nur in Ihrem eigenen Interesse. Unsere Stellung hier ist schon schwierig genug. Ich weiß Ihren Rat zu schätzen. Aber in Ihrer Stellung als Verwaltungsinspektorin können Sie nicht immer wissen, was in einem Notfall richtig ist. Sie haben nicht einmal gehört, was ich gesagt habe. Sie werden tun, was ich anordne. Bitte kümmern Sie sich um die Neueingänge und geben Sie nicht wieder Morphium, wenn es nicht ausdrücklich vom Arzt verordnet worden ist. Mrs. Neal, Sie brauchen sich keine Sorgen um den Mangel an Morphium zu machen. Heute Morgen ist eine Lieferung eingetroffen. Dank der Großzügigkeit meines Freundes, des Kongressabgeordneten Green. Charleston, South Carolina. Zu lange her, Madeleine. Aber Sie sind so schön wie eh und je. Danke, Mr. Colbert. Nicht doch. Sie haben mich doch Onkel Miles genannt als kleines Mädchen. Das ist es. Das ist das Lächeln, an das ich mich erinnere. Ich habe gehört, Sie haben wieder geheiratet. Schade, dass ich nicht zur Hochzeit kommen konnte. Ich habe meinen Mann verlassen. Oh, das ist allerdings eine traurige Nachricht. Ich wohne in einer kleinen Pension in der Nähe von Saint-Michel. Was? Aber das Haus Ihrer Familie in der Battery ist doch seit dem Tod Ihres Vaters verwaist. Sie könnten dort wohnen. Nein. Aus bestimmten Gründen möchte ich nicht, dass irgendwer erfährt, wo ich bin. Verstehe. Ich möchte mit Ihnen über Papas Nachlass reden. Ich weiß, er war kein wohlhabender Mann, als er gestorben ist. Ja, leider ein paar Fehlinvestitionen. Aber da ist immer noch das Geld Ihres verstorbenen Mannes. Ich will nichts von dem, was Justin gehörte. Nun, der Nachlass Ihres Vaters dürfte für ein, wenn auch bescheidenes Auskommen reichen. Und ich werde das Nötige veranlassen. Danke, Onkel Miles. Aber da ist noch eine andere Sache. Wenn genügend Zeit verstrichen ist, kann sich mein Mann von mir scheiden lassen. Wegen böswilligen Verlassens. Das ist sein gutes Recht. Aber ich möchte Sie um Ihr Wort bitten, dass von Ihnen bis dahin niemand, wer es auch sei, erfährt, dass ich hier in Charleston bin. Versprechen Sie es mir. Sie sind meine Klientin, Madeleine. Sie sind meine Klientin, Madeleine, und jede Information ist vertraulich. Aber... ich wünschte, Sie würden es sich noch mal überlegen. Wissen Sie, wenn man einen Menschen liebt... Es ist unmöglich. Ich kann niemals zu meinem Mann zurückkehren. Niemals.